So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke. Es ist 19.40 Uhr, bei mir ist gerade Donnerstagabend. Ich habe mit nichts gerechnet, plötzlich hat mir Tode Oma geschrieben. Ich habe das Gespräch noch nicht, mehr äh, noch nicht mal gelesen, aber habe gesehen, dass er was geschrieben hat. Habe dann in Game schon die Benachrichtigung bekommen über ein weiteres Ticket. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert. Wenn ich jetzt mehr auf die Neuigkeiten gehe, steht ja da, Tode Oma hat ja ein Event-Ticket geschenkt. Was ist das für ein Eventticket? Ich habe jetzt Videos gemacht. Hannes hatte mir ja, Ach, da blickst du ja nicht durch. Merkst du schon, wie kompliziert das ist? Es gab zum Halloween-Event jetzt eine befristete Forschung mit Gruff am Ende. Dann gab es eine mit Krippuk am Ende. Dann gab es dieses äh, schaurig schöne Ticket Teil 3. Nächste Woche dann Teil 4 mit dem schaurig schönen Ticket, was du für den ganzen Oktober hast. Das war was angekündigt, dass am 19. Oktober, also heute, noch ein anderes Ticket wieder für 6 Euro oder 5 Euro verfügbar sein sollte. Den ganzen Tag hast du nichts gesehen. Dann haben die Leute schon gesagt, gab es da nicht noch ein Ticket? Ist das vergessen worden? Was ist das? Hin und her. Das sollte sich eigentlich um diese Pose drehen. Du siehst auch auf diesem Vorschaubild diese Pose. Dankeschön erstmal an Tode Oma für dieses Ticket. Das sind immerhin 5 oder 6 Euro, die er da investiert hat. Jetzt habe ich aber ein Problem. Die Forschung ist schon fertig. Ich habe vorhin dann noch, das kam rein. Ich habe noch einen Raid gemacht, habe ein bisschen was gefangen. Ich habe gar nicht auf die Aufgaben geguckt. Die Forschung ist schon fertig. Und hier stehen noch keine Seiten dabei. Ich habe jetzt ein bisschen Schiss, dass das nur diese eine Seite ist. Und dann war es das schon. Aber kann nicht sein, weil unten stehen fünf Bären und ein Pokémon erscheint. Also, was ist das? Normalerweise, wenn die Sachen mehrere Seiten haben, steht ja die erste Seite da oben, steht eins von drei oder eins von vier. Das ihr wisst, es hat verschiedene Kapitel. Ich habe mal einen Screenshot gemacht, den habe ich mir in Telegram selber geschickt. So waren die Aufgaben auf der ersten Seite von der befristeten Forschung unheimliche Echos. Drehe drei Pokestops oder Arenen, fange 10 Pokémon, lande 5 Curveball Würfel. Das ist alles natürlich einfach. Für 6 Euro oder 5 Euro. Wir einigen uns jetzt einfach mal auf 5 Euro. Für 5 Euro ist das ja alles. Ja, hinterhergeworfen. Normalerweise kauft man sich einfach diese Pose. Aber wo ist die Pose? Ich habe die Aufgaben jetzt fertig. Ich möchte die Aufgaben jetzt abholen. Ihr seht nämlich, wenn ich in den Shop gehe. Gut, es sind doch 6 Euro. 5,99. Und hier steht ihr dabei. Geisterpose. Ne? Geisterpose. Es müssen, mehrere, es müssen mehrere Seiten sein. Ich weiß gar nicht, wozu ich das Video hier mache. Einfach, um auch nochmal diese schöne Kulisse zu zeigen. Guckt euch doch mal diese schönen Pokestops an. Wie schön die aussehen. Dieses Orange von diesen Kürbissen. Dann, wenn du was abholst. Wir holen das jetzt mal hier ab im Video. Gucken uns das mal an. Nebulak, Nebulak, das super Pokémon. Und tagsüber haben wir schon gesehen, dass alles so ein, so ein strohiger Boden. Im Hintergrund sind so Heuballen auf überall Herbst zusammengepfercht und da waren so Kürbisse aufgestellt. Aber jetzt gerade abends, jetzt zu Abend, wenn man da sitzt und spielen will, hat man plötzlich diese Kürbisse, die leuchten. Und das sieht verdammt genial aus. Das wollte ich festhalten, auch in einem Video und mich gleichzeitig darüber beschweren, dass man für 6 Euro eine Seite hat und die Pose fehlt. Mittlerweile bin ich mir sicher, das geht nach der Seite weiter, obwohl da nicht mehrere Kapitel stehen. Egal, wir holen das jetzt erstmal hier ab. Ich bedanke mich bei Tode Oma. 6 Euro für ein Ticket, wo es Bären gibt auch. Wir müssen auch gleich mal die Pokémon noch bewerten. Da ist also auch nochmal Paragoni drin. Komm, das machen wir jetzt mal so. Da werfen wir jetzt mal so einen Ball drauf. Das bewerten wir mal direkt. Hier steht sogar Lande 1 von zwei Curveball-Würfen. Also die Aufgaben scheinen doch weiterzugehen. Wir bewerten mal das Paragoni, haben nur zwei Sterne. Ja, da geht's weiter. Hä? Ich habe sogar in der Gruppe vorhin gefragt. Haben die Leute mir Grafiken rausgesucht, gepostet, gemacht? Hier ein 96er Traunfugil dabei, Nebulak. Da war auch nur aufgelistet eine Seite. Na, oh, Jendik. Ich hatte so ein Bammel, ich habe gedacht, ich möchte die Seite abholen, aber wenn ich jetzt rausgehe, ist es draußen dunkel, das ist richtig kacke. Ich nehme das lieber am PC auf. Dann kann ich mich ein bisschen drüber beschweren, dass es nur eine Seite ist und die Pose vergessen wurde. Jetzt geht einfach noch eine Seite weiter und die kann ich jetzt. Die kann ich jetzt in dieser One-Take-Aufnahme hier natürlich nicht abschließen. Lande zwei Curveball-Würfe. Das kann man noch machen. Das sind nur Landner. Muss ja nicht mal äh, das Pokémon fangen oder irgendwas. So, lande zwei Curveball-Würfe. Können wir noch abholen. Da ist ein Pfiffchen drin. Schmeißen wir hier auch noch mal was drauf. So, das müssen wir ja wieder bewerten, weil es aus der Forschung kam. Okay, hat 15 Angriff immerhin. 10 äh, Pokémon verschicken. Das machen wir jetzt auch einfach mal, wir nehmen einfach die 10, die IVs sind meistens auch komplett egal, also es geht ja um nichts mehr, müssen wir sagen, ne. Jetzt hier in Zickzacks drin, nehmen wir auch noch mit und wie ich das jetzt mache, jetzt habe ich gar keine Ahnung mehr. Eigentlich hätte man diese Forschung komplett einfach in ein Video packen müssen, jetzt habe ich hier ein Stück Halbforschung angefangen und den Rest Halbforschung muss dann woanders hin. Das sieht auch eigentlich relativ gut aus. Aber den Rest kann ich nicht machen. Den Rest kann ich nicht machen. Da ist zwar noch ein Geist. So, da ist noch ein Geist. Hier ist noch ein Geist. Den oben hat es gar nicht gezählt. Kriege ich die Geister vielleicht sogar noch zusammen? Lass mich das mal hier probieren. Der muss noch rein, der muss noch rein. So, hier, wo ist noch Geist? Hier ist noch ein Geist. Da sitzt noch ein Schuppel drum. Hier ist noch ein Geist. Es wird nicht reichen, oder? Es wird nicht reichen. Da ist noch ein Geist. So, da auch noch mal drauf gezimmert. Wie brauchen wir denn noch? Noch vier Geister brauchen wir. Hier drüben sitzt noch ein Geist. Das ist ein Retter. Das ist kein Geist. Mehr Geister haben wir nicht. Ich, ich mache jetzt einfach mal einen Rauch an im Video. Wie bescheuert ist das denn? Mach einen Rauch an. Fang mal alles weg, was hier sitzt, in der Hoffnung, dass da noch ein Geist ankommt. So, da ist wieder ein Retthahn. Genau. Braucht man nicht. Wir brauchen Geister. Ich bin so verzweifelt. Ich mache jetzt sogar extra hier noch ein Lokmodul an. Pass auf. Lokmodule habe ich 16 Stück. Ich mache jetzt einfach mal eins hier an. Versuche noch die restlichen hier wegzufangen. Guckt euch den Hintergrund an. Guckt euch den Hintergrund an. Guckt an, was da alles ist. Das leuchtet, wie gut das aussieht. Ich hatte eigentlich noch einen Plan B. Da ist ein, 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 ein Nebulock aus dem Lokmodul gekommen. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. So also kann ich hier nochmal was abholen. Nee, ich brauche noch zwei Geister. Ich werde wohl noch zwei Geister irgendwie hinkriegen. Sch Hau mal hier das Imantis. Das hauen mal noch weg. Ah. Ich kann, ja diese, ich kann ja jetzt die Aufgaben, die ich angefangen habe einzulösen, nicht rückgängig machen. Das geht ja nicht. Ich muss also die Aufgaben, die ich jetzt angefangen habe, versuchen irgendwie zu überstehen. Irgendwo noch einen Geist herzukriegen. Zwei Geister herzukriegen. <laughs> Wenn ich vielleicht das noch abholen kann, vielleicht ist es dann das. Vielleicht sind es zwei Seiten. Vielleicht sind es einfach zwei Seiten. Soll ich das auch noch anmachen hier? Komm, ich bin verzweifelt. Ich mache das auch noch an. Ich bin verzweifelt wegen der 6-Euro-Forschung von Tode-Oma. Das ist ein guter Videotitel. Nebenbei läuft auch die Level 43-Forschung. Da muss man nämlich Pokémon fangen. Und zwar ganz viele. Ganz, ganz. Hier ist noch... Alles. Es ist alles. Du kannst so viele Sachen schon wieder hier abholen oder beenden. Hier mit Meloetta. Das möchte ich jetzt aber nicht abholen. Level 43 kommt darum. Was wir abholen können noch, wäre Teamplay. Wir könnten beim Teamplay... Hier ein Pokémon abholen und gucken, was da drin ist. Ein Schanera mit diesem Hintergrund. Wieso nicht? Das holen wir mal ab. Hier sehe ich trotzdem keinen Geist drin. Es kann doch nicht sein. Schmeißt mir einen Geist hinterher. Gucken wir mal beim Teamplay, das ist nämlich heute fertig geworden. Gibt es ein Evoli-T-Shirt und eine Begegnung mit Evoli. Ist zwar auch kein Geist, aber ihr seht mal Evoli mit diesem Hintergrund. So, das Schanera und das Evoli müssen wir jetzt auch mal bewerten. Kann ja sein, dass sie richtig gut sind. Sind sie natürlich nicht. Wir warten. Wir warten. Also wir können uns das Teamplay Kapitel 2 mal anschauen. Wie es da weitergeht. Fange 15 Pokémon vom Typ Wasser mit einem Team. Und dann gibt es das Aquana-T-Shirt. Und schließe 30 Team-Herausforderungen ab. Das ist cool, das ist cool. Aber ich brauche trotzdem wenigstens... Noch ein Geist. Ich glaube, ich, ich, ich stehe gleich auf. Ich stehe gleich auf und laufe rum in der Hoffnung, dass noch ein Geist erscheint. Es kann doch nicht sein. Ich kann ja nicht mal einen Raid machen. Hier, Gengar Raid hinten. Fertig. Nehme mal mit. Vor allem zeigt es uns an. Hier sitzt noch was. Da sitzt noch was. Da sitzt noch was, aber ich sehe es nicht. Dabei brauchen wir nur noch genau einen Geist und da ist ein Geist, da ist der letzte Geist, der muss jetzt drin bleiben. Wenn der jetzt drin bleibt, dann müsste das passen und dann kann ich das auch abholen und was? Er ist nicht drin geblieben. Er ist geflohen. Der Geist ist geflohen, der Geist ist ist leider weg. Aber der war aus dem Modul. Was ist mit dem Rauch? Ist der Rauch kaputt oder was? Ja, ich weiß, der ist effektiver, wenn man läuft, aber es muss doch trotzdem irgendwas aus dem Rauch rauskommen. Kann doch nicht sein, dass da einfach gar nichts ist. Oh. <laughs> Tauch halt irgendwas anderes auf. Was habe ich denn im Queststabel? Wenn ich ihn. Oh, warte mal, hier sind doch. Ist da was? Da ist ein Paragoni drin. Ich habe hier noch Aufgaben am Start. Perfekt, jetzt sind die zehn Geister voll, kein Problem. Guck mal hier mal noch rein. Oh. Jetzt ist das wieder voll. Da muss ich hier wieder was wegschmeißen. Random. Du kämpfst ständig gegen diesen blöden äh, Platzmangel, ja. Jetzt dachte ich, ich musste die Itembox erweitern, weil du nichts drehen kannst. Jetzt nervt schon wieder die Pokebox, dass, dass du nichts fangen kannst. Du musst immer zu wegschicken. So zu Bier ist es eigentlich relativ gut, aber was ist das Letzte hier drin? Hier gibt es schließlich noch einen Rauch. Aber eigentlich müsste da noch die Pose irgendwo drin sein. Noch mal ein Paragoni, 458. Den nehmen wir noch mit. Hätte ja sein können, dass er shiny ist. Ist er natürlich nicht. Gucken mal uns an. Ist schlecht. Hol mal jetzt ab. Nächste Seite. Schon wieder. Da gibt es jetzt eine Brutmaschine. Es dauert also trotzdem immer noch. Laufe zwei Kilometer, schicke fünf Geschenke an Freunde, fange zehn Pokémon vom Typ Geist. Das wird auf jeden Fall definitiv jetzt heute nicht mehr fertig. Wir können aber hier die zwei Sachen aus dem Stapel noch abholen. Hier ist noch ein Hunduster drin. Das ist cool. Und was ist hier unten? Hier ist noch ein Traunvogel drin. So. Hier sitzt noch ein Nebulak. Das nehmen wir auch noch mit. Nein, was machst du denn Nebulak? Warum bewegt er sich? Das darf der nicht. Die zwei bewährt man noch, weil die kamen jetzt auch wieder aus der Forschung. Wenn da fürs Video noch ein Hunderter dabei gewesen wäre, wäre das natürlich nett. So, Teamplay, Kapitel 2 von 4. Ob ich da mal ein extra Video dazu mache oder das woanders mit reinbaue, so wie jetzt, das weiß ich noch nicht, das seht ihr ja. Ansonsten danke nochmal an Tode Oma für das, äh, für das Ticket, das heißt... Mein Buddy heißt jetzt Tode Oma, weil Tode Oma mir das letzte Ticket, was es gab, geschenkt hat und das nochmal 6 Euro für eine schaurige Halloween-Pose. Da bin ich mal gespannt, wie ich die abhole, wann ich die abhole. Vielleicht kann ich noch was fertig machen und im Darkrai-Video, ja, ist auch wieder blöd, das Darkrai-Video nehme ich ja Freitag auf und komme doch am Freitag direkt, kann ich ja nicht am Sonntag hochladen, wie ich mit dieser Forschung hier anfange. Ihr seht das Leben als. Creator, als Content Creator ist auf jeden Fall sehr kompliziert. Jeder andere würde einfach spielen und was fertig ist, ist fertig und dann ist gut. Jeder andere hätte auch schon längst hier das abgeholt, was da drin ist und abgeholt, was hier alles drin ist, um auf die nächste Seite zu kommen. Ich darf das nicht. Ich muss immer alles jetzt filmen und festhalten und muss euch über jeden Pups sehen, ich lasse informieren. Ansonsten war es das jetzt erstmal von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses und. Wie findet ihr das Halloween Festival? Für mich beste Zeit. Halloween Event war das allererste Event, was es je in Pokémon Go gab und ist immer wieder jedes Jahr, meiner Meinung nach, das coolste, spektakulärste, schönste, beste. Wie seht ihr das? Schreibt's rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.